Ich bin wieder zurück. Ich war ganz kurz kacken. Ich habe mir ganz kurz was zu trinken geholt und ich habe mir etwas zu essen geholt. Habe ich jetzt kaputt gemacht. Schöner Schokoladenweihnachtsmann. Für die es interessiert, wir haben Mitte Dezember oder so, keine Ahnung. Ich werde jetzt ein bisschen Schokoladenweihnachtsmann nebenbei verdrücken. So, hier kann es weitergehen, ne? Gut. Das haben wir jetzt relativ gut erweitert eigentlich sogar. Naja, mal schauen. Meine Güte. Das kriegen wir wieder im Leben nicht hin, ne? Busse. Jetzt muss ich wieder gucken. Also entweder wir kaufen jetzt noch zwei Busse oder wir kriegen das nicht befördert. Und das wäre jetzt katastrophal. Ein Bus kommt hoffentlich noch rein. Wir brauchen eigentlich einen relativ guten Zustand, Tatsache. Ah, wir können hier mehrere Busse. Okay. Ich hole mal einen Sprinter. Versucht zumindest schon mal den wegzugeben. Ist kein Bus verfügbar. Naja, warten wir mal drauf, bis einer verfügbar ist. Kein Bus verfügbar. Okay, jetzt kommen die ganzen Busse rein. Ein Glück. Puh, das war knapp. Aber wir konnten die noch relativ gut zuweisen.
Puh. Das war knapp. Aber nur, weil wir noch einen Sprinter geholt haben. Jo, gern geschehen. Es geht. Oh, ey, es läuft richtig gut. Das läuft richtig gut. Wochenende wird jetzt ein bisschen entspannter. Alter. Das Liniennetz wird jetzt ab morgen dann vergrößert. Hier fehlen ja noch 0,3%. Busfahrer können wir immer gebrauchen. So. Tanken, Innenreinigung, Außenwäsche. Einmal Licht. Gut. Das kriegen wir, glaube ich, heute nicht mehr hin, aber
Zwei Busse müssten noch unterwegs sein, ne? Einer fährt Schicht. Und ein anderer. Nee, ein einziger fährt noch Schicht, okay. Das ist eigentlich ein guter Preis. Also unter 20.000, das ist wirklich ein guter Preis. Wiederum hat der 22.500, aber Ding. Ah, was hat der? Bremsbeläge und Router. Ich hol den mal. Und einen kleinen Zito, wenn es geht. So ein hier. Alter, welches Kind schreit denn da so draußen, da so rum? Ey, ist ja schlimm. Ja, ist in Ordnung. Weg damit. Alter, wirklich, das schreit ja richtig schlimm. Als ob es gleich umgebracht wird, ne? Dann ist wenigstens Ruhe. Ich das laut gesagt? Gut, was auch immer mit dem Kollegen hier los ist, I don't know. So, Linie 1. Ich schicke erstmal die Citaros raus. Obwohl, ein Gelenkbus am Wochenende wäre auch schon nice, ne? Schick mal die 1 raus. Also was ist denn hier passiert, Junge? Linie 1 ist eine unserer wichtigsten Linien, deswegen mache ich das jetzt gerade die ganze Zeit. Ransdorf. Für die ganzen Stadtlinien nehmen wir natürlich, je nachdem, was Fahrgastaufkommen ist und ähnliches, Stadtlinie Woltersdorf nehmen wir natürlich die und das, ja, nach oben gesteigert, Reservebusse. Warte mal, ich schnapp mir mal gerade die Nase. Jesus Maria. So, da fährt auch schon der erste Gelenkbus los. Stadtlinie Erkner. So, da kommen wir jetzt zum Beispiel. RDF, Zito. Das wäre ja der, ich glaube, also entweder ist ja der fünfte schon oder es könnte auch der sechste sein. Okay. So, dann ist es der sechste. Ah, warte, 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 warte. Gut. Ich den gerne noch einmal auftanken würde.
Hoffentlich wird es heute wenigstens. Alter, 10.000 mehr als am Vortag. Heilige Scheiße. What the fuck, ey. Aber warum haben wir jetzt unser Liniennetz nicht vergrößert? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil wir können uns jetzt erstmal nicht leisten, eine weitere. Wir sind schon so an Maximum Kapazität, zumindest am Wochenende. Unter der Woche. Ja, da sind wir an Maximum an Kapazität, was geht. Aber es fährt jetzt auch jede Linie einmal, oder was, oder wie, oder. Warte mal, Linien. Werden die jetzt bedient? Alle? Weiß ich nicht, warte mal. Die Rahnsdorfer fährt, die Woltersdorfer fährt, die. Ach nee, das ist die Rahnsdorfer. Da fährt die Linie 1. Ist aber auch gerade. Warte mal, wie lange braucht Linie 1? Ich sag ja, wir brauchen fast 120 Minuten. Ach du Scheiße. Ich weiß, es gibt bestimmt da draußen noch schlimmere Linien. What the fuck? Okay, so, boah, what the fuck? Alter. Okay. Samstag, Sonntag können wir ein bisschen runterregeln, sag ich mal. Ich mach mal von 5 bis 21 Uhr. Actually, fuck it. Naja, bist du ein Azubi oder nicht? Hallo, Postfach. Postfach? Du bist fortgeschritten, ne? Dann kriegst du mal wieder eine Gehaltserhöhung. Apropos, ich schick mal die ganzen Forscher auf Fortbildung, oder? Warte mal. Personal, wie sieht das aus, Forscher? Ihr seid alle fortgeschritten. Ich stelle mal noch einen weiteren Busfahrer ein, wenn das geht. Das geht. Mechaniker, wie viele Mechaniker haben wir? Ach, dann steckt noch zwei Mechaniker ein. Forscher haben wir drei, dann hol ich noch zwei. Oh, okay, wir brauchen mehr Bürofläche dafür, alles klar. Gut, okay. Jetzt können wir theoretisch mehr Leute wieder einstellen. Okay, Forscher. Da wollten wir noch zwei einstellen, ne?
Reinigungskräfte haben wir 4. Reicht auch eigentlich. Ich hole mir noch eine 5 daran. Service-Mitarbeiter haben wir 7. Hol ich mir mal. Hallo. Junge, was ist denn mit dir hier? So, nö, das passt mir. Ich habe jetzt 50 Mitarbeiter. Mittelgroßes Unternehmen hier. Stadtlinie Erkner nehmen wir die 1. Stadtlinie Rüdersdorf nehmen wir die 2. Wir können 2 mal Forschung anschmeißen. Was können wir anschmeißen? Gelenkbusse? Busverschmutzung? Haltestein-Upgrades? Ja, Gelenkbusse haben wir eigentlich schon alle. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch forschen sollte. Rahnsdorf, Stadtlinie Woltersdorf. Stadtlinie Schöneiche und Linie 1 bis 23 Uhr. Ich will mein Liniennetz jetzt noch nicht vergrößern. Da warte lieber, bis ich die ganzen Verheißungen noch befördert habe. Was wir jetzt am Wochenende locker hinkriegen. Leckt aber jetzt auch schon, also ist auch nicht schön. Ich überlege, ob ich einen Bus verkaufe. Dafür einen Bus wieder einkaufe. Am liebsten wäre mir ein Gelenkbus hier. Also entweder, ja, ob wir den hier ein paar... Ja, Gelenkbus wäre eigentlich schon nice. Haben wir noch einen 405G mit ca. 20.000? Der hier hinten halt, ne? Rüdersdorf, Gelenkbus 04, das ist schon der 4. Gelenkbus, ja. Vielleicht können wir auch den hier verkaufen. Je nachdem, wer zuerst verkauft wird, dessen Stellplatz wird jetzt frei. Eieiei, die müssen ja beide tanken. Du hast es aber noch dringender. Ist mir ja nicht aufgefallen. Ist hier irgendwas? Scheibenwischer sind hier kaputt. Alter, ey. Ja, ich muss leider den Bus loswerden. Weil wir jetzt... Straße. Jetzt hier einen Gelenkbusplatz haben. So rum. Wehe, du stellst dich auf den Gelenkbusplatz.
Eigentlich ein gutes Angebot für ein C2. So, der kümmert sich jetzt hoffentlich um die Lackiererei, ah ne, um die Innenreinigung. Rüdersdorf Citaro 004. Das Rot sieht eigentlich auch nice aus, muss ich ehrlich sagen. Also, das gefällt mir auch eigentlich relativ gut sogar. Vielleicht behalten wir das sogar. Guck mal, das ist ein schönes Rot. Das gefällt mir wirklich. Und noch ein bisschen heller. Dachfarbe wird so ein richtig schönes Schwarz. Damit auch die richtig weiße, richtig schön und damit die Klimaanlage auch richtig was zu tun hat. Die noch schön unterm Fahrersitz. Ein bisschen größer machen, oder? Und dann noch ein weißer Streifen. Bisschen zu groß. Oh Gott, warum laggt denn das so? Ey, das ist ja furchtbar. Hier noch Sticker importieren. Achso, wir haben gar keine Sticker. Ich ver. Also rote Gelenkbusse sehen wirklich nice aus. Die schicken wir jetzt alle mal in die Lackiererei. Alter, warum laggt denn das jetzt so? Alter, das ist ja ultra schlimm jetzt. Hallo, hallo? Ich dachte, die Performance ist verbessert worden. Alter, das fängt ja schon wieder massivst an zu laggen. Holy shit, Alter. Das sieht ja nicht mehr schön aus. Ich hab, oh, ich hab, ah, ich Idiot, hab das Design nicht gespeichert. Fahr den nochmal in die Lackiererei, bitte. Das sind ja langsam die Ultra-Performance. Ich weiß. Ach, der Stream ist auch wieder abgeschmiert. Ja, Happy Birthday. Inzwischen wundert mich hier gar nichts mehr. Speichern. Roter Gelenkbus. Ich weiß nicht, warum der Encoder andauernd abschmiert. Nein, 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 nein. Laden, lokal. Die gefallen mir wirklich gut, die roten Gelenkbusse. Also sie sehen wirklich gut aus.
Gut. Bei Citaro C2 können wir uns vielleicht auch nochmal überlegen, ob wir hier so ein, ich weiß nicht, ein silbernes Design oder so nehmen wollen. Also nicht so wie jetzt, sondern eher so. Ja, Silber halt so, weißt du? So. So ungefähr. Aber irgendwie gefallen mir dann doch die hier besser. Weil hier wurde sich richtig Mühe gegeben. Also an den, der das erstellt hat, Props, wirklich. Schön. Und jetzt? So. Morgen haben wir denn die Aufgabe fertig? Die roten Gelenkbusse gefallen mir wirklich gut. Zack, zack und dann einmal die Lackiererei. Stell du dich mal woanders hin, genau. Ja, laden, laden. Roter Gelenkbus. Ja, toll, jetzt ist der Parkplatz weg. Straße, mittlerer, zack. Damit wir hier noch ein bisschen. Obwohl, warte, nee, das würde ich. Ja, nee, egal. Gut. Fuhrpark. Sind alle auf dem Betriebshof. Du. Hallo? Du kannst nochmal getankt, gereinigt und der technische Zustand. Blinker, Router, Scheibenwischer. Wer auch immer schon wieder frontal in den Baum reingerast ist. Das sieht in Ordnung aus. Der hier könnte getankt werden und der hier dann auch. So, und jetzt fährt noch Linie 1, ne? Gut. Dann warte mal. Dann schauen wir da schon mal ein bisschen Abstand. Ich überlege bloß, was ich auf der Seite hier jetzt noch mache. Gut. Guck mal, 4000 Weiße am Samstag befördert. Das hat schon was zu heißen, ne? Hallo? Jetzt gucke ich doch mal alle Busse durch. Die können jetzt nochmal getankt und gereinigt werden schnell. Du könntest nochmal eine Außenreinigung vertragen.
Und die Gelenkbusse sehen auch in Ordnung aus. Startlinie Schöneicher. Nehmen wir diesen hässlichen Bus. Linie 1. Boah, der wird lange befördern. Nehmen wir den hier. Startlinie Ransdorf. Nehmen wir den hier. Startlinie Woltersdorf, nehmen wir den hier. Startlinie Erkner, nehmen wir den hier. Linie 1 von 5.55 Uhr bis 16 Uhr. Ja, nehmen wir auch einen Gelenkbus. Drauf erschossen. Startlinie Rüdersdorf, nehmen wir dann den hier. Let's go! Upsala, Entschuldigung. Entschuldigung, Jungs. Es tut mir leid. Okay, dann müssen wir jetzt hoffentlich so schnell wie möglich. Wir könnten jetzt das hier forschen, ja, egal, drauf geschissen. Wir müssen darauf sparen, Betriebsgelände vergrößern. Definitiv brauchen wir 100 Pokale. Und wir brauchen den Schichtplan, der 175 dauert. Das sind so die nächsten, die ich vorhabe. Ja, ich habe schon Busfahrer eingestellt ohne Ende. Also ich kann gerne nochmal 5 einstellen, wenn das möglich ist. Achso, okay. Wir brauchen auch noch Spinte. Einen Moment, das kriegen wir noch hin. Halle oder Flur? Was ist denn das hier? Das ist, glaube ich, Halle, ne? Ja. Ein Platz. Und so ein. Also wir brauchen insgesamt 3er. 12. Die müssen aber auch immer so ungünstig platziert werden. So, warte mal. Ja, also manchmal fragt mich echt, ob mich das Spiel in die Scheiße reiten will. Eine Pause, zack. Zwei Pause, zack. Zwei Pause. Zack, jetzt ist es symmetrisch. Das Problem ist, wenn ich jetzt weitere Buslinien erstelle, ich kann nicht. Ich brauche halt einen größeren Betriebshof. Das ist halt das Problem. Wir haben natürlich absolut mehr Potenzial und ähnliches, ja, aber wir können es auch nicht. Wir können das nicht. Literally, wir können das nicht. Naja, ich mache die Ticketpreise. Also, da brauchst du nicht den Busfahrer dann voll. Warum sind die denn teuer? Können ja wohl die armen Fahrer nichts für. So, wie war unsere Bilanz gestern? Ja, ich habe gesagt, wenn wir das hier erreichen, ist schon schön.
das denn hier? Ach, nice. Haben wir abgeschlossen. Schließe 430 Fahrten erfolgreich. Ja, das wird noch dauern. Wie gesagt, das Liniennetz ist ja auch jetzt nicht größer geworden, leider Gottes. Forschung. Solobusse. Würde ich weiter erforschen. Wir brauchen halt dringend den Betriebshof, weil dann können wir weiter wirtschaften. Stadtlinie Schöneich und Rüdersdorf. Fährt der hier und Stadtlinie Erkner. 12 Uhr wird jetzt keiner hinfahren, wa? Nee, fährt keiner hin. Okay, Stadtlinie Erkner macht dann er hier. Stadtlinie Ransdorf macht dann er hier. Und Stadtlinie Woltersdorf macht dann er hier. Diese verfickten 0,3%, ne? Ja, ich weiß aber nicht, was ich jetzt sonst noch machen soll, so, weißt du? Du hast schon mal eine Gehaltserhöhung bekommen. Mann, 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 Mann. Der frisst sich hier voll, ey. Die fressen sich alle voll. Ich guck gerade bei OBS, ich habe schon die Qualität runtergestellt. Aber viel kann ich halt auch nicht mehr machen, ne? So, was habe ich verpasst? Linie 1. Okay, Moment, was? Ich habe alles verpasst. Moment, was? Stadtlinie Rüdersdorf von Linie 1. Wie schnell die Tanks hier leer sind, das ist unglaublich. Und ich kann halt nicht noch eine weitere Linie jetzt machen, das geht nicht. Ja, Klinik am See kann ich machen, ja, aber wie will ich das jetzt noch machen? Wie? Also ich habe ja keine Fahrzeuge mehr. Das geht einfach nicht.
Und ich wüsste auch gar nicht, mit welchem Bahnhof ich das verbinden soll, ehrlich gesagt. Mit Erkner vielleicht. Es geht nicht. Ich kann keine Kapazitäten mehr fordern. Ich bin so schon am absoluten Limit. Also wirklich am absoluten Limit. Und diese 0,3 verfickten Prozent, die fehlen einfach noch. Obwohl wir unser Liniennetz zwischendurch schon zweimal vergrößert haben. Noch mehr Busfahrer. Sag mal, ich hab doch schon eingestellt hier. Wie viel brauchen wir denn? Also sind alle unfreundlich, also passt perfekt zum Beruf Busfahrer. Machen wir das Klischee. Machen wir das Klischee noch besser. So, das müsste jetzt aber hoffentlich auch reichen. Naja, für einen Sonntag ist es in Ordnung. Also ich weiß immer nicht, was ihr mit den Bussen macht, ne? Also, ey. Wir lackieren die jetzt alle. Die zumindest grün, damit wir die unterscheiden können. Ich verstehe immer noch nicht, warum der hier so ein Trara drum macht. Ja, dann mache ich es mir halt einfach, so, wisst ihr? Also, so, fertig. Habe ich mir jetzt aus dem Internet einfach gezogen. Zitogiftgrün, lokal speichern, anwenden. So, warte mal, jetzt haben wir das hier, der musste noch getankt werden einmal. Der dann auch, weil der auch das hier nötig hätte.
Kann ich die jetzt besser unterscheiden auf der Karte, dann wisst ihr. Gut. Vielleicht bereue ich das auch später, aber wir brauchen jetzt Platz. Wir brauchen dringend Platz. Zumindest für ein paar Stellplätze von Bussen. Ich werde es jetzt schon wieder bereuen, dass ich zwei neue Busse mir kaufe. Gebraucht. Zito, Zito. Das wären nur zwei Zitos, ne? Oder warte mal. Grün, wir machen Grünheide. Grünheider Stadtlinie. Die machen wir auch grün, ne? Schön. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier am klügsten und oder am dümmsten eine Stadtlinie. Also entweder fahren wir hier links rum oder wir fahren rechts rum. Und ich glaube, ich würde rechts rum bevorzugen. Waldpromenade, Marktplatz, Heideweg. Ich hasse dich, wieso willst du hier lang? Reha-Klinik. Da könnte man theoretisch. Stimmt, da könnte man. Ah, warte mal, es geht hier noch links weiter. Nee. Försterei können wir die nennen. Grünheide Försterei.
Fährt er dann hier rum? Ach, ich will nicht, dass du hier hinten lang fährst. Oder zumindest vielleicht an der Villa entlang oder so. Grünheide an der Villa oder irgendwie sowas. Grünheide an der Villa. Könnte natürlich jetzt auch noch hier, aber das will ich jetzt erstmal nicht. Machen wir vielleicht die Stadtlinie 1, die irgendwann eine Linie 2 oder so draus. So. Nee, warte. Schlösschen und dann kommt Eichenallee. Friedrich-Ebert-Straße. Ich hasse dich. Kreuzung. Schule. Interessant. Und dann zum Bahnhof zurück. Jetzt haben wir natürlich eine Haltestelle nicht mitgenommen. Das ist diese hier. Ja gut, okay. Steuerung C. So, wo ist denn Busstopp hier? Alt-Buchholz. Grünheide hat hier also so einen schönen See. Dann gucke ich mal wieder auf Google Maps nach, wie denn dieser schöne See heißt. Möllensee. Grünheide, Möllensee. Ganz einfach. Grünheide, Möllensee. So, dann fahren wir Rosenberg, oh Rosenberg. Waldpromenade, aha. Grünheide, Marktplatz. Ich überlege, ob ich die Haltestelle hier doch noch irgendwie mitnehmen kann, aber mir fällt partout nichts ein. Obwohl natürlich eine schöne Kirche ist. Nee, wäre zu viel Aufwand. Heideweg. Reha-Klinik. Försterei an der Villa. Fangschleuse. Schlösschen. Da kommt aber ein Komma rein, bitte. Ist das hier Fangschleuse, ja? Dann würde das auch Fangschleuse, Grünheide, dann war das Fangschleuse hier. Dann tut es mir natürlich leid. Fast. Fangschleuse, Friedrich-Ebert-Straße. So, hier unten ging es jetzt nicht lang, ne? Gut. Fangschleuse, Bahnhof, genau. Gut. Busstopp, der ist hier. Dann war das einfach Ernst-Themann-Straße, oder? Fangschleuse. Ernst-Thälmann-Straße. Fangschleuse. Eichbrand. So, das hier ist jetzt Grünheide-Kreuzung, oder
Funkschleusekreuzung oder wie wird das jetzt hier gehandelt? Ich denke mal, es ist grün. Oh, nee, es könnte auch Funkschleuse sein, ne? Ehrlicherweise. Es könnte aber auch Grünheide sein. Grünheide. Ja, guck mal, das hier ist Grünheide, das hier ist Fangschleuse, das hier ist Grünheide, aber hier ist wieder Fangschleuse. Gut, ich mach den Plan nicht. Ich nenne den mal Bahnhof Fangschleuse. Grünheide und. Ja, das ist Grünheide. Ich wollte gerade Unfangschleuser Stadtlinie, aber es würde irgendwie nicht passen. Also erstmal das hier. Zack, zack. Neuer Fahrplan. Fährt hier um 6 Uhr. Ah, 6 Uhr. Ah, weiß ich auch nicht. Ja, 6 bis 20 Uhr. Zumindest am Wochenende fährt er dann alle 120. Ist jetzt alle drei. Nee, ich will alle 2 Stunden. Aber unter der Woche alle 30 Minuten. Ja, ist glaube ich in Ordnung. So, guten Morgen. Puh, okay, Linie 1. Stadtlinie Schöneiche. Stadtlinie Erkner. Jesus Maria. Linie 1. Stadtlinie Woltersdorf. Grünheider Stadtlinie. Stadtlinie Rüdersdorf. Ransdorf. Oh. Prost. So, ich habe meine Linien jetzt vergrößert. Also, ganz ehrlich, was willst du jetzt von mir noch? Das ist jetzt definitiv vergrößert. Wir haben jetzt Grünheide als Stadtlinie. Ey, cool. Super. Oh, 8000 Fahrgäste. Ah, oh, das wird interessant. Ja, na dann, auf Wiedersehen, wer so unfreundlich ist, also. Darauf sparen wir jetzt. Darauf müssen wir sparen. Ey, ich wünschte, man könnte die Tankstelle hier hinstellen. Das wäre, weil guck mal, dann fahren die einfach rein. Ja, oder stehen hier halb so auf der Straße, ist so, ja. Ja, die Zapfsäule wird ja wohl lang genug sein hier. Hier. Außerdem, hier sind 4 Zapfsäulen. 4 Stück. Aber nur ein Bus kann da ran. Also. Nee! Woo! 3,34 € Profit! Woo! Alter, dran. Leck mich am Arsch. Holy fucking shit.
Ey, Linie 1 lohnt sich richtig. Also, wir müssen Linie 1 und irgendwann erschaffen wir noch Linie 2. Dann wird dann Linie 1 ein bisschen eingekürzt. Also mein Plan ist, Linie 1 fährt erstmal den Süden hier ab. Und Linie 2 fährt dann hier den Norden ab. Also der Süden, also, naja, guck mal. Rüdersdorf, Woltersdorf, Grünheide, Ergne, Ransdorf, Schöneiche. Und dann, ja, vielleicht so ein bisschen straight up zurück. Und Linie 2 fährt dann nördlicher Teil hier so. Strausberg, Beunsdorf haben wir aktuell noch keine Linie und so. Wird alles noch. Wird alles noch. Jetzt hoffe ich erstmal, dass das heute hier mit den Bussen reicht. Weil sonst, wie gesagt, wir müssen jetzt 100 Sterne erstmal erreichen. Das kriegen wir jetzt mit den beiden, wenn die beiden heute fertig werden. Also, sieht ja, also das hier sieht schon mal auf einem relativ guten Weg aus. Wir haben es 9 Uhr und wir haben schon 2500 Fahrgäste befördert. 430 Fahrten wird noch ein bisschen länger dauern. Aber wenn wir die beiden fertig haben, dann haben wir auch 100 Sterne. Dann können wir unser Betriebshof vergrößern und dann können wir hoffentlich uns entspannt langsam zurücklehnen. So, ich gucke jetzt mal gerade. 139.000 haben wir hier noch übrig. Ja, beide sind noch in Ordnung. Achso, wir könnten heute mal noch vielleicht ein paar Teile bestellen, weil wir haben ein bisschen was gemacht. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Prost. So, wir sind bei einer Stunde und 10 Minuten. Also gleich. Ich würde mich für diese Folge verabschieden. Wir haben jetzt eine Woche durch und ich glaube 4 Folgen oder so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.